Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Thema, das ein bisschen an ein Video anknüpft, was wir vor einiger Zeit hier schon gemacht haben. Nämlich, dürfen Influencer das eigentlich? Als Fortsetzung des Videos über Shein. Ja, dürfen Influencer das oder dürfen Influencerinnen das? Dürfen die eigentlich für Dinge werben, die in der Kritik stehen? Oder müssen sie dann eigentlich direkt damit rechnen, auch in die Kritik zu geraten? Ich möchte euch als erstes einmal empfehlen, dass ihr euch das Video zum Thema Shein, was ich vor einiger Zeit gemacht habe, anschaut. Ich verlinke es euch über die Infocard, denn da stecken einige Informationen drin, die vielleicht jetzt nicht ganz unwichtig sind, um den Anknüpfungspunkt zu diesem Thema zu finden. Generell zähle ich im Großen und Ganzen auch zu den Mikroinfluencerinnen. Das heißt, ich habe durchaus schon Werbekooperationen für meinen Blog oder für Instagram gemacht. Und dementsprechend ist das eben auch ein Thema, was mich betrifft, was auch ganz konkret unsere DIY- und Handarbeitsszene betrifft. Denn natürlich nutzen auch hier Firmen die Möglichkeit, dass wir als Bloggerin, Creatorin, Influencerin euch Dinge vorstellen, Dinge zeigen und euch Ideen liefern und natürlich parallel dazu Produkte bewerben. Ja, jetzt stellt sich eine ganz, ganz große Frage. Dürfen Influencerinnen das? Dürfen wir werben für Dinge, die vielleicht zweifelhaft sind, die einen zweifelhaften Ruf haben? Und wo verläuft überhaupt diese Grenze? Und was sind eigentlich unsere Möglichkeiten dabei? Ich möchte an das Shein-Video anknüpfen. Und da ging es konkret darum, dass das Funknetzwerk recherchiert hat über Arbeitsbedingungen bei Shein, über Produktionsbedingungen, über das Ganze, was eigentlich hinter diesem riesigen Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen steht. Und dabei sind mit in die Kritik geraten Influencerinnen, die mit Shein zusammenarbeiten. Ganz im Speziellen ging es dabei um ein Video, was Bibi gemacht hat von Bibis Beauty Palace. Und zwar ein Video, in dem sie ihr Wohnzimmer als Shein Gratis Shopping Center umgestaltet. Das heißt, sie steigt in ein Video ein mit einer enormen Aufregung und Freude darüber, dass gleich ein LKW voll Polyesterwaren vor ihrem Haus halten wird, die sie dann im Stil eines kleinen Ladens arrangieren kann. Und ja, sie nimmt dabei eben so ein bisschen mit, verlost parallel dazu eine riesige Gutscheinsumme für Shopping bei Shein. Und selbstverständlich ist das Ganze gespickt mit einem Rabattcode. Wenn wir uns das Ganze jetzt für Bibi angucken, dann müssen wir ein bisschen globaler schauen. Es geht natürlich dabei nicht nur um Bibi, sondern es geht allgemein um Influencerinnen in der Modebranche und um die Art, wie Kleidung konsumiert wird und wie dieser Kleidungskonsum vorgelebt wird. Und ich sag euch direkt jetzt, ich habe eine möglicherweise recht unpopuläre Meinung dazu, was Influencerinnen eigentlich dürfen und warum es eigentlich für unsere Gesellschaft immens wichtig ist, dass es diesen Berufszweig gibt, der ja gerne belächelt, abgewertet und irgendwie in eine unseriöse Ecke geschoben wird. Ja, schauen wir uns jetzt also einmal dieses Beispiel Bibi an und vielleicht auch ganz im Speziellen dieses Video. Ich verlinke euch das unten nochmal in der Beschreibung. Sie richtet also ihr Wohnzimmer ein als einen Shein-Store und in den Kommentaren finden sich seit einiger Zeit sehr, sehr, sehr viele Negativkommentare, warum sie nicht mehr Anspruch an Nachhaltigkeit, an faire Produktionsbedingungen, an gute Qualität legt, denn sie hat ja das Geld dazu und könnte das. Anders als viele anderen Menschen, die Mode konsumieren wollen, anders als viele, die sicherlich auch in ihrer Zielgruppe sind. Denn man muss natürlich sehen, Influencerinnen und speziell Influencerinnen wie Bibi richten sich häufig an ein relativ junges Publikum, das natürlich mit ihnen mitwächst. Also man muss auch ganz klar sehen, Bibi richtet sich natürlich jetzt nicht mehr an die gleiche Altersgruppe, wie als sie angefangen hat. Wenn wir uns das jetzt also so anschauen, dann fallen zwei Dinge auf. Erstens scheinen Menschen zu hinterfragen, was Influencerinnen tun. Andererseits scheint es Menschen zu geben, die das alles völlig okay finden oder die es zumindest nicht allzu sehr kritisieren. Was mir bei dem Video aufgefallen ist, ganz im Speziellen, ist, dass diese überwiegend negativen, sehr kritischen, sehr harsch formulierten Kommentare aufgekommen sind, nachdem das Video des Funkkanals Offen und Ehrlich erschienen ist. Das heißt also, die Art, wie die Kommentare formuliert wurden, der Tenor, der darunter steht, der hat sich ganz stark gewandelt zwischen dem Zeitpunkt, als das Video von Bibi erschienen ist und dem, was wir jetzt lesen.
Und man muss, um das Ganze einordnen zu können, natürlich sehr genau hingucken, was eigentlich wann geschrieben wurde. Man kann jetzt sagen, ja, Funk, das ist ein seriöser Kanal oder ein seriöses Netzwerk von Kanälen, da steckt was dahinter, da können wir drauf vertrauen. Das ist generell auch richtig. Allerdings sollten wir vielleicht auch einbeziehen, dass diejenigen, die für Funk Content erstellen, in einer ausgesprochen bequemen Position sind. Die werden nämlich finanziert aus unseren Rundfunkbeiträgen, denn Funk gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit müssen sich diese Menschen nicht über Werbeeinnahmen finanzieren. Das heißt, eine ganz, ganz wichtige Frage, die an Influencerinnen gestellt wird, müssen sie überhaupt nicht beantworten. Nämlich, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Kann ich die Art, womit ich jetzt hier Geld verdienen könnte, das ich vielleicht für meinen Lebensunterhalt brauche, mit meinen Werten vereinbaren? Das müssen sie einfach nicht, denn sie bekommen ihr Geld für journalistische Arbeit und nicht für Werbung. Ja, und das Gleiche, das müssen wir eben auch dann sehen, wenn wir wieder auf unsere kleine Szene zurückgehen. Weg von der großen Modebranche, weg von diesem gigantischen Ausmaß Textilindustrie, zurück zu dem kleinen Bereich, in dem wir beim Nähen, beim DIY unterwegs sind. Denn wir arbeiten letzten Endes auch mit diesen Stoffen. Wir haben auch irgendwie Auswirkungen auf die Umwelt mit dem, was wir konsumieren. Wir sind auch nicht frei von diesem Überkonsum. Es wird natürlich zu Recht kritisiert, dass Influencerinnen in Hauls, den sogenannten Auspackvideos oder Try-on-Hauls, in denen die Kleidung nicht nur ausgepackt, sondern auch anprobiert wird, eine unglaubliche Menge an Outfits präsentieren und natürlich darüber suggerieren, dass um mitzuhalten, um Teil dieses schönen, glamourösen Lebens zu sein, man auch in einem gewissen Maß neue Outfits und neue Kleidung braucht. Aber machen wir das nicht eigentlich ganz genauso, wenn wir uns mit neuen Stoffen beschäftigen, wenn wir uns anschauen, was wir Neues genäht haben, wenn wir möglicherweise nicht nur Kleidung nähen, sondern auch noch dazu kaufen, dann kommen wir ganz, ganz schnell auch in diesen Punkt, wo wir mehr haben, als wir eigentlich brauchen. Und da müssen wir uns natürlich auch für unsere Szene fragen, ist das eigentlich okay? Dürfen wir eigentlich jetzt noch für das x-te Schnittmuster werben, für den x-ten Stoff, den wir schön finden, vielleicht auch für ganz neue Produkte, brauchen wir die eigentlich? Oder ist das Ganze eigentlich gar nicht so viel anders zu betrachten als bei diesen großen Influencerinnen? Und wenn wir das alles so betrachten und wenn wir mit in die Waagschale werfen, dass wir in unserer DIY-Szene so nachhaltig sein wollen, dass wir Wert darauf legen, woher Dinge kommen, dass wir vielleicht selber nähen, damit das Ganze nicht aus zweifelhafter Kinderarbeit oder zweifelhafter Arbeit durch Frauen entstanden ist, was wir tragen, dann müssen wir uns eigentlich noch viel genauer angucken, wie denn diese Bedingungen sind. Was steht denn dahinter? Für was werben wir da eigentlich? Und nicht nur diejenigen, die dafür bezahlt werden, sondern in einem riesigen Ausmaß auch die, die nicht bezahlt werden. Und ist diese kostenlose Werbung nicht vielleicht sogar auch ein riesiges Problem? Ich möchte, um das Ganze so ein bisschen einzukreisen, verschiedene Aspekte betrachten. Dazu gehört einmal der Aspekt, dass Influencerinnen im überwiegenden Teil eben Frauen sind. Die großen Größen in dieser Szene sind Frauen, die sich mit klassischen Frauenthemen beschäftigen. Es geht um Mode, es geht um Kosmetik, es geht ein Stück weit auch um das Gestalten eines schönen Zuhauses. Und zwar nicht in dem Designanspruch, sondern in dem etwas einzukaufen, etwas zu nehmen, etwas auf den Tisch zu stellen, aufs Sofa zu legen, was auch immer, um es schön zu machen, um es gemütlich zu machen. Es geht um Themen wie Parenting. Es gibt unglaublich viele Mama-Influencerinnen, die zeigen, mit welchen Produkten man sich um Kinder, Baby und alles, was dazugehört, kümmern kann. Und in den seltensten Fällen werden diese Themen von Männern repräsentiert. Das heißt, es richtet sich eine überwiegend weibliche Unternehmerinnenschaft an ein überwiegend weibliches Publikum und die Männerthemen sind eigentlich ganz andere. Das heißt nicht, dass die unproblematisch wären. Wenn wir in den Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln und Sport gucken, gibt es durchaus auch sehr, sehr problematische Themen. Aber es geht also wirklich noch nach einer sehr, sehr strengen Geschlechterordnung. Dass so viele Frauen als Influencerinnen erfolgreich sind, würde ich einer Sache zuschreiben, die ganz ähnlich ist mit dem Punkt, warum so viele Frauen eigentlich in unserer DIY-Szene erfolgreich sind. Ich sehe einen ganz entscheidenden Aspekt und das ist auch einer, weswegen ich finde, dass Influencerinnen wichtig sind für Veränderungen in unserer Gesellschaft. Diesen Aspekt sehe ich darin, dass es eine Möglichkeit gibt, sich auch unter schlechtesten Bedingungen von zu Hause aus ein Geschäft aufzubauen, das den Lebensunterhalt sichert.
Wenn wir uns angucken, unter was für Bedingungen Frauen nach der Geburt eines Kindes wieder in den Job einsteigen müssen, dann ist das wirklich in den seltensten Fällen schön oder leicht und irgendwie lockerflockig glamourös. Es ist meistens eher verbunden mit Stress, mit Abwertung, mit dem Zweifel an einem selber, weil man nicht mehr wahrgenommen wird als die Frau, die etwas gelernt oder geleistet hat, sondern man wird wahrgenommen als die Mutter, die ein Problem ist, weil sie nämlich jetzt diese Verantwortung für das Kind hat, was sie nicht abwälzen kann, weil nicht gesehen wird, dass es eigentlich um Eltern gehen sollte und nicht nur um Mütter. Wenn wir das also jetzt nehmen und dem gegenüberstellen, diese attraktive Chance, dass man mit Selbstbestimmung seinen Alltag gestalten kann, schaut, wo die Arbeit in den Familienalltag passt und sich seine eigene kleine Welt kreiert, in der man eben Dinge vielleicht vorstellt, nebenbei, wobei ich betonen möchte, Content erstellt sich nicht so nebenbei, aber es passt nebenbei in diesen Alltag mit rein. Es lässt sich leichter integrieren als das Verlassen der Wohnung zu einem bestimmten Zeitpunkt, um eine bestimmte Anzahl von Stunden an einem anderen Ort zu arbeiten, während man die ganze Zeit eigentlich hofft, dass jetzt nicht die Kita anruft, die Schule oder irgendetwas anderes dazwischen kommt. Und ähnlich ist es mit den Influencerinnen, die aus einer, zum Beispiel aus ihrem Studium heraus, ihr Influencerinnen-Unternehmen gründen. Das sind Frauen, die sich eben nebenbei irgendwie ihre Community aufbauen und irgendwann diesen Punkt erreichen, wo sie damit Geld verdienen. Und das finde ich wichtig. Das sind Jobs, genau wie auch zum Beispiel das Erstellen von Anleitungen in unserer DIY-Szene. Das sind Jobs, die aus dem Nichts heraus mit sehr, sehr wenig Bedingungen gestartet werden können, die aber dazu dienen, dass Frauen unabhängig werden. Und wenn Frauen unabhängig werden, dann geraten sie ganz, ganz oft in die Kritik, denn plötzlich werden ganz eigenartige Maßstäbe angelegt. Ich finde bemerkenswert, wie wenig wir diese Maßstäbe, die wir den Influencerinnen aufdrücken, an ethisches Verhalten, daran, was moralisch und gut und vorbildhaft ist und was sie bitte alles erfüllen sollen, wie wenig wir das an Werbung im Allgemeinen anlegen. Ich habe noch nie erlebt, dass gefragt wurde, ob in einer Werbeagentur ein Auftrag angenommen wurde, unter dem Kriterium, ob das Produkt nachhaltig produziert wurde. Eigentlich nehme ich die Aufgabe der Werbeagentur eher darin wahr, es so aussehen zu lassen, als sei das Produkt nachhaltig gewesen. Auch dann, wenn es vielleicht das absolute Greenwashing ist. Und diesen Maßstab werden Frauen ausgesetzt in dieser Influencerinnen-Tätigkeit. Und ich habe ein ganz kleines bisschen recherchiert, um der Sache auf die Schliche zu kommen, warum wir da eigentlich mit so zwei völlig unterschiedlichen Maßstäben unterwegs sind. Dabei bin ich auf einen Namen gestoßen, Carol Gillian, die ursprüngliche Schwäche von Frauen in diesem emotional empathischen, solidarischen Kontext, in dem Frauen immer repräsentiert wurden, umgedeutet hat, und zwar erst in den 1980er Jahren, in eine Stärke. Die Frau ist also mit dieser Fähigkeit, sich um andere zu kümmern, die Bedürfnisse von anderen wahrzunehmen, in ihrer moralischen Handlung betraut. Das heißt also, anders als Männer, bei denen es einfach nur darum geht, ob etwas rechtlich okay ist, müssen Frauen sich diesem Maßstab des gesellschaftlichen Bilds der Fürsorge messen. Und fürsorglich für eine Gesellschaft sind wir natürlich nicht, wenn wir etwas bewerben, was nicht gut für die Umwelt ist. Weil, wenn wir ein schlechtes Vorbild abgeben, weil wir zu dick, zu dünn, zu was auch immer sind, um für Jugendliche die richtigen Identifikationsfiguren zu bieten. Uns wird plötzlich auferlegt, dass wir ganz, ganz, ganz viele Dinge erfüllen müssen, bevor wir eigentlich in dieser Tätigkeit arbeiten dürfen, bevor wir wirklich Geld verdienen dürfen. Denn eigentlich wird der Maßstab auch dann erst angelegt, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Womit wir eigentlich wieder bei einem ziemlich egoistischen und unfürsorglichen Thema sind. Wenn wir dieses Verständnis von Ethik angucken und uns angucken, wie sich Frauen verhalten im Bereich der Influencerinnen-Tätigkeit oder auch im Bereich der DIY- und Nähszene, dann stellt man ganz, ganz schnell fest, dass es eine Art vorauseilenden Gehorsam gibt. Ich finde, ganz tolle Beispiele dafür, auch wenn es keine tollen Ereignisse waren, sind Dinge wie die Flutkatastrophe im Sommer 2021 oder auch jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, der Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine. Plötzlich haben Frauen sich unaufgefordert und teilweise dann auch vehement dazu aufgefordert, gerechtfertigt dafür, dass sie weiter ihrer Tätigkeit nachgehen.
Im Näh- und DIY-Bereich ging es um Frauen, die Schnittmuster machen, die ihre Veröffentlichungstermine nun nicht verschieben konnten oder wollten, weil wir plötzlich Krieg oder Flut haben. Es ging um Frauen, die ihre Produkte, ihre Stoffe, die sie bewerben, weil sie Stoffgeschäfte oder Online-Shops haben, plötzlich nicht mehr guten Gewissens in den Stories auf Instagram oder in Gruppen auf Facebook zeigen wollten, weil sie das Gefühl hatten, dass das jetzt alles so bedeutungslos ist gegenüber den schlimmen Ereignissen auf der Welt. Ich habe tatsächlich dieses Verhalten bei Männern nicht beobachten können, obwohl ich durchaus auch Männern folge und tatsächlich auch aktiv nach genau solchen Äußerungen gesucht habe. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich das Gefühl bekomme, dass wir Frauen tatsächlich die Kritik an unseren Themen annehmen. Unsere Themen gelten als nebensächlich, als unwichtig. Es geht um Eitelkeiten, es geht um Schönheit, es geht um Konsum, was von der Wirtschaft und auch der Gesellschaft, die von dieser Wirtschaft mitlebt, durchaus gewünscht ist. Wir sollen konsumieren, wir sollen uns unzulänglich fühlen, damit wir möglichst viele Produkte für unsere Schönheit und für glatte Beine und sehr viele andere Teile unseres Körpers kaufen. Wir sollen abnehmen, wir sollen zunehmen, wir sollen Sport machen, wir sollen möglichst viele Dinge tun, die uns viel Geld kosten, um uns zu optimieren und uns an ein Bild anzupassen. Aber wir sollen das alles zurückstellen, womit wir uns tagtäglich beschäftigen, in dem Moment, wo es einen Anlass gibt, sich zu kümmern, sich zu sorgen. Wir sollen Aktionen ins Leben rufen, mit denen wir unserer Gesellschaft gut tun können, statt zu arbeiten. Und dieser Anspruch führt irgendwie zurück zu diesem Bild der Frau, die sich kümmern soll, der Frau, die umsorgt, die moralisch fürsorglich handelt. Und aus dem Grund wurde von uns erwartet, dass wir kostenlos Masken für eine Pandemie nähen, während Männer sich anschließend enorm an Maskengeschichten bereichert haben. Aus dem Grunde sollen wir uns zurücknehmen und sollen lieber über diese Themen, die ablenken, die Zerstreuung bieten, gar nicht sprechen, wenn irgendetwas Schlimmes passiert. Was ich daneben bemerkenswert finde, ist, wie gut diese fürsorgliche Moral funktioniert, um Dinge zu kaschieren, die alles andere als fürsorglich und in meinen Augen auch alles andere als moralisch sind. Wenn nämlich Frauen anfangen, dieses Thema, ich kümmere mich um andere, ich handle selbstlos, zu nutzen, um zum Beispiel Spenden zu sammeln, die sie dann geschlossen weiterreichen, Spenden von privaten Leuten, für die sie keine Spendenquittungen ausstellen, um vielleicht Flüchtlinge zu unterstützen, um im Rahmen der Flutkatastrophe alle möglichen Menschen zu unterstützen, alle möglichen Organisationen. Und es ist enorm, was in solchen Situationen aus dem Boden schießt, an Spendenaktionen, an privaten Sammlungen, bei denen ich immer in Zweifel ziehen würde, ob das wirklich ganz so selbstlos ist oder ob es vielleicht nur darum geht, ein paar Steuern einzusparen. Unter dem Deckmantel, dass wir aber für andere handeln, sind plötzlich unglaublich viele Frauen bereit, genau diese Aktionen zu pushen und zu bewerben. Und plötzlich funktioniert dieser Zusammenhalt unter Frauen. Ich würde mir ja wünschen, dass der auch funktionieren würde, wenn wir den Blick darauf richten, wie Influencerinnen eigentlich ihre Kampagnen auswählen. Ja, kommen wir also zurück. Dürfen Influencerinnen für zweifelhaft gesehene, betrachtete Unternehmen werben? Welchen Maßstab müssen sie anlegen an Moral? Und was ist jetzt meine unpopuläre Meinung zu der ganzen Geschichte? Ich bin tatsächlich der Ansicht, dass Influencerinnen für alles werben dürfen, mit dem sie sich identifizieren können. Wenn Bibi persönlich gerne bei Shein shoppt, dann muss ich zwar nicht geil finden, dass sie ihr Geld in diese zweifelhaften Arbeitsbedingungen, in diese zweifelhaften Folgen für die Umwelt investiert. Aber letzten Endes ist es nur authentisch, wenn sie für etwas wirbt, was sie auch jederzeit selber privat so nutzen würde. Genauso lege ich, wenn ich Kampagnen auswähle, bei denen ich mitmache, als Maßstab an, was meine eigenen Werte sind. Ich versuche, Unternehmen danach zu beurteilen, ob sie nachhaltig sind und ob sie gute Arbeitsbedingungen liefern. Ich betrachte, wenn mir ein Unternehmen erzählt, dass es unglaublich aufgeschlossen gegenüber Frauen ist, auch den Aspekt, ob da Frauen in der Führungsetage sitzen. Und ich habe auch schon Kritik ernten dürfen, weil ich unbequem nachgefragt habe wegen sowas. Letzten Endes bin ich aber bei all dem, genau wie all diese anderen Frauen auch, darauf angewiesen, dass ich Informationen bekomme, die haltbar sind. Dass ich weiß, was da passiert und nicht nur weiß, was mir verkauft werden soll. Denn natürlich verkaufen Unternehmen sich auch an diejenigen, die für sie werben sollen. Letzten Endes ist es für uns alle in diesem Bereich immer die Gratwanderung zwischen
Habe ich mich genug informiert? Gab es dazu Informationen? Und der Befürchtung, dass irgendwann irgendeine Miststory über ein Unternehmen, für das man mal geworben hat, ans Licht kommt. Dass irgendwann jemand kommt und recherchiert, der die finanziellen Mittel hat, da in die Tiefe vorzudringen, die wir selber gar nicht haben, wenn wir unsere Kampagnen auswählen. Und wahrscheinlich sind hier die Mikroinfluencer diejenigen, die einen größeren Nachteil haben als die Großen, die ein Team haben, die Menschen damit betrauen können, diese Hintergründe für Unternehmen zu beleuchten. Und vielleicht müssen wir generell schauen, ob diese Verantwortung letztlich bei Influencerinnen oder bei Frauen in der Kreativbranche, wo auch immer, bleiben kann. Oder ob wir nicht eigentlich unsere Forderungen an die Politik richten müssten, statt Influencerinnen für ihr Handeln und diesen Versuch, wirtschaftlich unabhängig zu werden, zu kritisieren. Denn letzten Endes würden wir über all diese Dinge, die zu dieser Kritik führen, dann Aufschluss bekommen, wenn wir ein Lieferkettengesetz hätten, das uns den Hintergrund der Entstehung aller Produkte, die wir konsumieren, offenlegen würde. Das dafür sorgen würde, dass Unternehmen nachweisbar zeigen müssten, unter welchen Bedingungen sie produzieren, wo sie produzieren, wo einzelne Schritte stattfinden und wie das ganze System der Rohstoffe, das ganze System hinter den Produkten zusammenhängt. Und das ist eigentlich eine Forderung, das kann kein Influencer alleine erfüllen. Das kann allgemein kein Mensch alleine erfüllen. Es geht darum, dass wir uns dagegen wehren, dass Unternehmen die enorme Chance bekommen, alles zu vertuschen, was irgendwie auf dem Weg zum fertigen Produkt stattfindet. Und letzten Endes finde ich, ist es an der Zeit, dass wir uns zusammenschließen und dass wir zusammen genau das fordern, damit wir überhaupt eine Grundlage haben, auf der wir moralisch nicht verwerflich, sondern ethisch korrekt Werbung machen können und unsere kleinen frauengeführten Unternehmen aufbauen. Ja, ich hoffe, dass euch dieser kleine Ausflug nicht in die Abgründe meiner Seele geführt hat, auch wenn meine Meinung sicherlich nicht mit der allgemeinen Ansicht über Influencer konform geht. Aber ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr dem Ganzen gefolgt seid und ich freue mich, wenn ihr auch in die Kommentare schreibt, was ihr denn darüber denkt. Mögt ihr Influencerinnen und Influencer? Folgt ihr denen gerne? Habt ihr vielleicht Beispiele dafür, wo auch Männer mal in die Kritik geraten sind für Produkte, die sie beworben haben und wo vielleicht ein hoher moralischer Maßstab angelegt wurde? Mich würde das unheimlich interessieren, denn ich möchte eigentlich gar nicht so nach Männern und Frauen aufteilen, aber letzten Endes komme ich doch oft wieder an den Punkt, an dem ich Unterschiede feststelle, wenn wir die unterschiedlichen Geschlechter betrachten. Auf jeden Fall hat es mir viel Spaß gemacht, hier mal so ein kleines bisschen abseits von der Nähszene über ein Thema zu sprechen, das mir auch unheimlich wichtig ist. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr dafür ein Däumchen da lasst, wenn ihr das Glöckchen aktiviert und den Kanal abonniert, damit ihr meinen weiteren Gedanken auch in Zukunft folgen könnt und vor allem eine kleine Nachricht bekommt, wenn weitere Gedanken hier online gehen. Und bis dahin sage ich einfach Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video.